Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Marina Braun. Ich bin Fortbilderin am Landesinstitut in Hamburg und ich bin, bevor Corona losging, eigentlich eingeladen worden von einer Schule hier in Hamburg, dass ich mit Ihnen ein wenig über die digitale Transformation spreche. Jetzt ist die digitale Transformation plötzlich wahnsinnig schnell auf uns alle zugerollt und es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, jetzt geht's richtig los. Ich habe mir überlegt, was kann ich machen? Die schulinterne Fortbildung fällt aus. Aber vielleicht können wir trotzdem drüber reden. Und das mache ich jetzt heute genau hier in diesem Video. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Nehmt euch ruhig was zu schreiben dabei. Macht euch Notizen. Und hinterlasst sie hinterher gerne bei mir als Kommentare in die Mail, also als Mail an mich oder bei YouTube in den Kommentaren. Lasst uns drüber diskutieren. Das Video hier richtet sich explizit an Lehrerinnen und Lehrer, die sich bisher sehr wenig mit digitaler Bildung beschäftigt haben, die sich auch bisher wenig mit Digitalisierung an sich beschäftigt haben, aber vielleicht ist ja auch das eine oder andere für Kolleginnen und Kollegen dabei, die schon länger sich mit Digitalisierung auseinandersetzen. Was machen wir? Ich werde euch, wahrscheinlich relativ lange sogar, verschiedene Beispielphänomene aus der bunten Welt der Digitalisierung vorstellen. Ich habe absichtlich darauf verzichtet, jetzt digital und Transformation und so weiter theoretisch zu definieren. Dann werden wir ein bisschen darüber reden, in was für Tendenzen wir im Moment so beobachten und in welche Richtungen sich Digitalisierung so entwickelt. Ich werde euch ein Framework zum Thema Digitalisierung und digitale Kompetenzen vorstellen und ein bisschen was über digitale Kompetenzen im Allgemeinen sagen. Und zum Schluss gebe ich euch ein paar kleine Praxishinweise und ganz tolle Leitfäden für den digitalen Fernunterricht, die ich online gefunden habe. Gut, fangen wir an mit digitalen Phänomenen. Was ist das überhaupt, Digitalisierung? Was macht das mit uns? Also was gehören da für Begriffe dazu? Also was ändert sich im Moment so? Wir haben Automatisierung und wir haben künstliche Intelligenzen. Und sie machen Dinge für uns, die wir früher machen mussten. Also Roboter bauen Autos zusammen. Aber das war ja nur so der Anfang. In der Zwischenzeit gibt es eine ganze Menge Automatisierung, Fahrkartenverkauf, Ticketverkauf, alles mögliche Sachen, die früher durch Menschen gemacht wurden, werden jetzt durch Maschinen gemacht. Dadurch ändert sich die Struktur der Arbeitswelt. Einfache Jobs, Dinge, die sich eben leicht durch Computerprozesse beschreiben lassen, werden durch Maschinen gemacht. Dafür nehmen Jobs zu, die komplexer sind, bei denen man Entscheidungen treffen muss. Es gibt Aussagen darüber, dass irgendwie 42% aller Jobs wegfallen würden, aber es werden auch viele neue entstehen. Die Algorithmen, die die Maschinen und auch das Netz, das Internet steuern oder im Netz agieren, werden immer komplexer und undurchschaubar. So undurchschaubar, dass der Filteralgorithmus von Facebook beispielsweise von den Machern von Facebook selber nicht mehr verstanden wird. Nichtsdestotrotz bestimmen diese Algorithmen häufig unser Leben und die Chancen, die uns gegeben werden. Und durch immer mehr technische Entwicklung werden auch immer mehr technische Prozesse möglich, die nicht immer mit einem freiheitlich-demokratischen Grundgedanken gut vereinbar sind oder die man aufmerksam und wachsam im Blick behalten muss. Was gibt es denn zum Beispiel im Bereich KI? Es gibt im Bereich KI Roboter, die können sich untereinander verständigen, um Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Im Anhang an dieses Video gebe ich euch meine Folien und in den Folien stehen Links zu den verschiedenen Videos. Die binde ich jetzt hier aus Urheberrechtsgründen nicht ein, aber ihr könnt sie dann schauen. Das sind so Roboter von Boston Dynamics. Überhaupt ist Boston Dynamics, die Videos auf YouTube, ein unglaublich wichtiger Tipp, sich das mal anzugucken. Der eine Roboter hat keinen Greifarm. Der will jetzt durch die Tür durch und er schafft es, einen anderen Roboter zu sagen, hey, bitte mach die Tür auf. Ich glaube, der andere Roboter hat aber gar keine Kamera. Also die kommunizieren wirklich miteinander, ohne dass ihnen das vorher so beigebracht worden wäre. Es gibt KIs, die erfinden eine Sprache. Bei Facebook ist das passiert. Die haben eine KI programmiert, die hat eine zweite KI programmiert. Dann haben die beiden KIs sich miteinander unterhalten. Und nach einer Weile sind sie abgewichen von der für Menschen verständlichen Sprache und haben eine eigene Sprache erfunden, weil das effektiver war und für sie verständlicher. Dann ist das Experiment abgebrochen worden. KIs können auch quasi schummeln, nur dass sie das natürlich nicht absichtlich machen. Es gibt ein Beispiel für eine KI,
die sollte aus Satellitenbildern Karten erzeugen und dann natürlich auch aus Karten Satellitenbilder machen. Das hat man so quasi zum Testen gemacht. Und dann hat man festgestellt, die kann aus Karten Satellitenbilder machen. Da sind Gebäude auf den Satellitenbildern, die auch korrekt sind, die aber auf der Karte definitiv für menschliches Auge nicht erkennbar waren. Und dann hat man gemerkt, der Algorithmus hat sich gemerkt, aha, die Menschen wollen das nachher auch wieder zurückhaben. Also baue ich winzig kleine Farbveränderungen in den Pixeln ein, damit auf jeden Fall ich auch das Reverse wieder machen kann. Diese winzig kleinen Farbfragmente sind wie Stereografie, also wenn man Geheimnisse in Bildern versteckt, die sind fürs menschliche Auge nicht sichtbar, aber die KI hat's gefunden. KIs werden häufig an bestehenden Datensätzen geschult. Das kann manchmal ganz ungünstige Folgen haben. Da wurde ein Chatroboter beispielsweise an Twitter-Datensätzen geschult und binnen weniger Tage war er ein sehr rassistischer Chatroboter. Oder man hat in Österreich beschlossen, einen Algorithmus zu programmieren, der einschätzen sollte, wie viel Förderung jemand vom Amt bekommen sollte, der jetzt arbeitslos war. Und der Algorithmus hat halt die Daten genommen und hat gesagt, alles klar, Frauen und Menschen über 50 haben ja pauschal schlechtere Vermittlungschancen und die wurden bisher auch von den Mitarbeitern häufig weniger gut beraten oder weniger intensiv beraten. Also legen wir jetzt fest, Frauen und Menschen über 50 werden weniger Förderung bekommen. Also da ist die Diskriminierung, die stattgefunden hat, dann durch den Algorithmus quasi nochmal manifestiert worden. Digitale Phänomene betreffen auch unser Verhalten. Möglicherweise haben Sie schon mal von China gehört. Die haben in einigen Provinzen Social Credit Systeme im Moment in der Testung. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger werden weitreichend überwacht und es gibt einen Social Score. In einigen Regionen ist es sogar so, dass wenn man bei Rot über eine Ampel geht, sinkt der Score. Oder andere Verhaltensweisen, wenn man nicht nett ist, wenn man jemanden beleidigt oder so. Ich weiß nicht genau, wie tief das geht. Das ist in allen Provinzen relativ unterschiedlich. Und diese Überwachung, dieser Score wird dann zum Beispiel benutzt, um festzulegen, bekommst du Zugang zu der Wohnung oder ist deine Versicherung möglich für dich abzuschließen oder solche Sachen. Und China zielt damit ab, alle Menschen zu erziehen zu besseren Menschen, die mehr Rücksicht aufeinander nehmen und die freundlicher sind. Es gibt dort auch beispielsweise in Schulen Kameras und sogar in der Zwischenzeit Bänder, die die Gehirnströme messen, die schauen, ob die Schülerinnen und Schüler aufmerksam sind. Das heißt also, die sitzen mit wesentlich mehr Schülerinnen und Schülern im Unterricht. Der Druck ist dort auch höher als im westlichen System oft. Und die Lehrer haben vorne am Pult ein Display und wenn ein Schüler gelangweilt guckt, die Augen verdreht oder sonst was, dann wird der Lehrer am Display direkt gewarnt. Das beeinflusst unser Verhalten. Wenn wir uns überwacht fühlen, verhalten wir uns anders. Es gibt Studien oder Stimmen, die sagen, wahrscheinlich sind die ganzen Lernverbesserungen, die unter solchen Überwachungssystemen auftreten, einfach Placebo-Effekte oder Nebenher-Effekte. Wenn man das Gefühl hat, überwacht zu sein, strengt man sich halt mehr an. Aber die negativen Auswirkungen sind dann beispielsweise auch aufgrund des hohen Drucks höhere Selbstmordraten. Wenn man sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, sollte man auch den Begriff Filterblase, Fake News und Echokammer schon mal gehört haben. Ich empfehle an der Stelle, den Film Cambridge Analytica zu gucken, den gibt's auf Netflix. Der berichtet den Datenskandal um Cambridge Analytica auf. Eine Filterblase oder eine Echokammer bedeutet, dass Menschen nur die Informationen bekommen, von denen ein Algorithmus glaubt, dass die Menschen diese Informationen interessant finden. Das führt dazu, dass man häufig nur die Informationen präsentiert bekommt, die zum eigenen Weltbild sehr gut passen. Und das kann, muss nicht dazu führen, dass Menschen sich in bestimmte Richtungen radikalisieren. Wenn man sich Rechtsradikale in Deutschland anguckt, dann ist das zum Beispiel ein relativ starker Effekt. Und es ist auch stark zu vermuten, beziehungsweise es gibt auch deutliche Hinweise darauf, dass zum Beispiel die Alternative für Deutschland Programme benutzt, um manipulative Filme oder Inhalte auf großen Portalen wie Facebook gezielt ausspielen zu können. Auf personalisierte Werbung komme ich auch gleich nochmal. Die Alternative für Deutschland ist übrigens nicht die einzige Partei, die sowas benutzt, grundlegende Schritte in die Richtung
Wahlstimmen zu verstärken, indem man die richtigen Leute mit den richtigen Botschaften bestrahlt oder die richtigen Botschaften aussendet. Liegt auch beispielsweise bei der CDU schon seit einigen Jahren vor und es ist in der Zwischenzeit gilt es als bewiesen, dass Trump auf diese Art und Weise die Wahl in Amerika gewonnen hat. Diese Filterblasen und Echokammern betreffen uns eigentlich alle, weil das menschliche Gehirn einfach so tickt, dass es für uns einfacher ist, das zu glauben, was in unser Weltbild passt. Ein anderes digitales Phänomen, was unser Verhalten mit beeinflusst, ist zum Beispiel die Vermessung der Gesundheit, also dass wir irgendwelche Fitness-Apps tragen. Und das kann super gut sein, weil es Leute dazu bringt, sich mehr zu bewegen, gerade in Corona-Zeiten, wo keiner mehr ins Fitnessstudio gehen kann, sich dann auch doch mal zu Hause zu bewegen, weil das Armband einen daran erinnert. Und es kann aber auch negative Folgen haben, beispielsweise wenn alle Leute ihre Fitnessdaten dann hochladen, anonymisiert, man dann aber aggregiert sieht, wo beispielsweise eine Militärbasis in Afghanistan ist, weil die Soldaten alle im Kreis laufen mit ihren Fitness-Trackern. Ein wichtiges Phänomen, was ich super wichtig finde, ist auch, dass zum Beispiel Rechenkapazitäten in der Zwischenzeit benutzt werden, um so Big-Data-Forschung durchzuführen und dass das gerade in der Medizin eine unglaubliche Chance ist, um beispielsweise Krebsforschung voranzutreiben oder jetzt gerade in der Corona-Krise möglicherweise herauszufinden, wie das Virus tickt. Und dass es dort in der Zwischenzeit auch immer mehr zivile Personen gibt, die beispielsweise Rechenleistung spenden, die beispielsweise ihre Daten spenden, damit sie an solchen Projekten teilnehmen können. Wichtig ist halt einfach, dass man bedenkt, es gibt immer wieder Projekte, wie auch zum Beispiel von unserem Gesundheitsminister, die planen, dass diese Daten zwangsweise erhoben werden. Ich finde es aber durchaus wichtig, dass das so bleibt, dass wir die freiwillig geben und also Daten spenden. Es gibt zum Beispiel auch Spenden von Schufa-Daten, also seit der DSGVO darf die Schufa die Daten nicht mehr völlig zurückhalten, jeder kann eine Abfrage machen. Und dann gab es viele Leute, die haben diese Schufa-Abfragen gespendet, damit einige Informatikerinnen und Informatiker den Algorithmus von der Schufa, der ja ein Geheimnis ist, reverse-engineeren konnten, um mal endlich rauszufinden, wie genau macht die Schufa das eigentlich, dass sie auf Basis eines Algorithmus entscheiden, ob wir uns ein Haus kaufen können oder nicht. Was führt dazu, dass man bei der Schufa ein negatives Scoring bekommt? Es gibt im digitalen Raum auch super viele tolle Utopien und ganz, ganz viele tolle Ansätze. Beispielsweise die Konferenz Bits und Bäume. Eine Konferenz, bei der es darum ging, herauszufinden, wie wir mit Digitalisierung Nachhaltigkeit vorantreiben, wie wir dazu beitragen, dass unser Planet besser gestaltet wird. Es gibt einige Stimmen, die sagen, wenn die Digitalisierung nicht wäre, dann hätten wir jetzt viel weniger CO2-Ausstoß und zumindest für Bitcoin beispielsweise würde das sicherlich stimmen, weil Bitcoin-Farmen unglaublich viel Strom verbraucht haben. Einige Leute sagen, das alles, was die Grünen in den 80er Jahren erreicht haben, ist durch Bitcoin wieder kaputt gemacht worden. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Grünen haben viel erreicht in unserem Bewusstsein. Aber das ist auf jeden Fall etwas. Und es gibt zahlreiche Projekte, wo Digitalisierung und künstliche Intelligenz beispielsweise dafür eingesetzt werden, um Verkehrswenden zu realisieren, um mit Sharing-Apps zu ermöglichen, dass weniger CO2 in die Luft gepustet wird, dass Menschen Fahrzeuge oder andere Verkehrsmittel effektiver nutzen können. Ich glaube, sowas wie Carsharing oder Bikesharing oder sowas, das wäre längst nicht so erfolgreich gewesen, zum Beispiel ohne Apps. Und wenn Behörden Daten offenlegen, wie beispielsweise in Hamburg, da gibt es ein Transparenzgesetz, dann kann man diese Daten auch benutzen, um Bürgerinnen und Bürger super toll zu informieren. Da gibt es beispielsweise von Jugend Hackt ein Video, was ich in den Links verlinken werde, wo da gezeigt wird, was man alles machen kann, wenn man guten Zugang auf offene Daten hat. Der Chaos Computer Club zum Beispiel sagt immer, dass man die privaten Daten schützen soll, aber die offenen Daten nutzen soll, also die öffentlichen, anonymisierten Daten so gut wie möglich nutzen sollte. Und so kann die Digitalisierung nicht nur Gefahren in unsere Gesellschaft bringen, sondern eben auch viele, viele positive Effekte haben. Sie hat sowieso einen unglaublichen Einfluss auf unsere Lebensgestaltung. Ich würde noch mal gerne ein bisschen was sagen. Es geht nicht immer nur um künstliche Intelligenz, das ist so ein Buzzword, ja. Es geht zum Beispiel auch um Augmented Reality.
Da verlinke ich eine App, mit der man jetzt seinen eigenen Wohnzimmer ausmessen kann und Google schlägt einem dann vor, was für Möbel man online kaufen könnte. Und es geht auch immer ganz viel halt um personalisierte Werbung. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Google beispielsweise kann personalisierte Werbung von allen Nutzern von Google, ich weiß nicht, wie viele Nutzer Google hat, aber ich vermute, dass alle Internetnutzer sind, auf eine Zielgruppe von 1000 Leuten genau machen. Das ist weniger als in der Stadt leben, in der ich wohne. Und das finde ich schon relativ krass, wenn man sich überlegt, dass auch politische Parteien diese Möglichkeiten benutzen, um personalisierte Wahlbotschaften an den Mann zu bringen, dann finde ich das halt also. Auf der einen Seite ist unsere Welt natürlich von Konsum geprägt und wir brauchen Marketing, um Konsum überhaupt vernünftig umzusetzen. Das ist etwas, worauf unsere Gesellschaft basiert. Und auf der anderen Seite sind da aber krasse Manipulationsansätze drin. Die digitalen Phänomene beschränken sich aber nicht nur auf irgendwie KI und Software, sondern das sind auch ganz klar Hardware-Phänomene, die wir anfassen können, wie beispielsweise Häuser aus dem 3D-Drucker. Oder jetzt in der Corona-Krise werden von Firmen medizinische Teile, die für Beatmungsgeräte notwendig sind, innerhalb von Stunden nachgedruckt, wo die Firma, die sie eigentlich herstellte, sie plötzlich nicht mehr liefern konnte. Wenn ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, dann gibt es noch Schlagworte wie Internet of Things, Big Data, die Vorratsdatenspeicherung, selbstfahrende Fahrzeuge, Logistik mit RFID, NFC oder QR-Codes. Es gibt Roboter, die dafür designt sind, alte Menschen zu pflegen. Es gibt da super, super viele Phänomene, die wirklich spannend und interessant sind. Auch und gerade in der Corona-Krise erleben wir ja jetzt, was im Bereich Digitalisierung alles möglich ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die man so haben kann. Also beispielsweise sieht man, dass in China jetzt mit Massenüberwachung und Tracking von Menschen und einer ganz krassen Politik der Social Distancing zwei Effekte eingetreten sind. Der Virus ist unter Kontrolle geraten und die Emissionen sind stark heruntergefahren. Das sind positive Folgen, aber die Menschen aus China, habe ich gehört, berichten auch beispielsweise von dieser Massenüberwachung, dass da eben nicht nach um Erlaubnis gefragt wird, sondern da sind einfach plötzlich QR-Codes auf den Handys aufgetaucht und die werden gescannt, wenn man in ein Kaufhaus rein muss und man wird nicht mehr ins Kaufhaus reingelassen, wenn man vorher in irgendeiner Bewegung, Gegend war, das wird über die Bewegungsdaten des Handys ermittelt, in der jemand anderes war, der auch infiziert war und da hat man überhaupt gar keinen Einfluss drauf, sondern man ist dem ausgeliefert. Das hat eine negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Leute. Man fühlt sich einfach eingesperrt und eingeschränkt. Es gibt auch total positive, spannende Beispiele, wie zum Beispiel, dass chinesische Erfinder einen Not-to-Touch-Fahrstuhlknopf erfunden haben. Das ist ein Hologramm, wo man den Fahrstuhlknopf drücken kann. Und wenn man sich das anguckt, dann, ich weiß nicht, ob es Fake News ist oder nicht, das sieht ein bisschen aus, als ob wir jetzt bei Enterprise angekommen wären. Also super spannende Sachen, die da jetzt im Moment passieren. Und auch hier in Deutschland, ja, plötzlich geht Homeoffice in Firmen, die vorher gesagt haben, nee, das ist überhaupt nicht denkbar. Das ist natürlich spannend und wir werden sehen, was uns in der nächsten Zeit dieses Coronavirus im Bereich der Digitalisierung noch alles bringt. Was mir wichtig ist, dass wir dabei eben nicht aus den Augen verlieren, wo geht's denn eigentlich hin mit unserer Digitalisierung? In was für einer Welt wollt ihr denn leben? Wie sollen wir unsere digitale Lebenswelt gestalten? Wir haben de facto eine zweite Welt dazu gekriegt und sie ist nicht identisch mit der analogen Welt und wir können sie gestalten oder wir können es eben sein lassen. Es gibt im Moment zwei Tendenzen, die ich persönlich so beobachte und auch andere Leute. Auf der einen Seite gibt es das freie Internet, das Internet für Demokratie, in dem jeder teilhaben kann, in dem es um Ermächtigung geht, um Vertrauensketten, aber auch um Chaos, in denen sicherlich auch Menschen schlechte Dinge tun, in der es um Kreativität und Offenheit geht, um Austausch miteinander und um Vernetzung. Auf der anderen Seite steht eine Entwicklung des Internets und auch der Digitalisierung im Ganzen, die mehr für Kontrolle und Überwachung steht, die Menschen einschränkt, abgrenzt und ausgrenzt, die Ordnung und Sicherheit und Struktur schafft, die sagt, wir müssen filtern, wir müssen eingrenzen und wir müssen erziehen.
Und sicherlich gibt es für beide Seiten Argumente. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns unbedingt in einem der beiden Extreme bewegen müssen. Aber es ist schon ganz klar, dass wir uns überlegen müssen, was für eine Art von Digitalisierung wir anstreben und gestalten und was für eine Art von Digitalisierung wir auch in Schule weitervermitteln. Denn was wir anstreben, das ist sicherlich auch prägend für die Zukunft. Das, was wir jetzt wählen an Tools, an Werkzeugen, an Firmen, an politischen Entscheidungen, das wird noch viel Auswirkung auf die Zukunft haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gerade jetzt auch in einer Krisensituation einen Moment Zeit nehmen zum Innehalten und uns eben fragen, was für eine Art von Welt, von einer digitalen Lebenswelt wollen wir haben? Wollen wir die freie Welt, die auf Vertrauen und Kontakt aufbaut? Wollen wir Offenheit und Austausch oder wollen wir eine eng reglementierte Kontrolle, viel Überwachung auch des analogen Lebens zu dem Preis von vielleicht etwas mehr Sicherheit? Meine Position ist ganz stark auf der linken Seite und deswegen werde ich euch auf den Folien auch etliche Links nochmal dazugeben, die klar machen, warum Freiheit und Teilhabe und Ermächtigung möglicherweise etwas zukunftsweisender sind. Wenn auch Sicherheit und Struktur sicherlich nicht unwichtige Bedürfnisse sind und auch nicht völlig übergangen werden sollten. Aber ich glaube einfach ganz fest daran, dass wir Menschen sind und dass Menschen zueinander zugewandt sein sollten und das auch im digitalen Raum bleiben sollten und dass technische Möglichkeiten nicht nur bloß, weil sie bestehen, in jedem Rahmen auch eingesetzt werden sollten. Und was ist jetzt mit Schule? Irgendwie Corona-Digitalisierungswahn. Kolleginnen und Kollegen, die bisher der Digitalisierung ausgewichen sind, müssen sich jetzt damit beschäftigen. Es gibt auch einige Kolleginnen und Kollegen, die verschicken Briefe mit Arbeitsblättern. Und andere arbeiten sich jetzt mühsam in neue Tools ein. Ich hatte ja eben gesagt, ich fände es wichtig, dass wir innehalten und nachdenken. Und das würde ich gerne in den nächsten 10 Minuten mit euch machen, nochmal sich zu überlegen, was gehört eigentlich dazu zu Digitalisierung und Bildung. Oben an der Spitze habe ich geschrieben, technische Ausstattung und Umwandlung analoger Prozesse. Das meint Digitalisierung im engeren Sinne, also ich scanne das Arbeitsblatt und dann ist es digital. Ich stelle ein iPad hin und dann schreibe ich auf dem iPad statt auf dem Blatt Papier. Und die technische Ausstattung ist wichtig, die habe ich an die Spitze gepackt, weil es quasi so, ja, eigentlich hätte man das Dreieck auch umdrehen können, weil es die Basis ist. Ja? Wenn nichts technisch ausgestattet ist, dann geht nichts. Das merken wir jetzt gerade in der Krise ganz besonders stark. Und dann gibt es 2 Dinge, die wir im Unterricht machen. Das eine ist Unterricht mit digitalen Werkzeugen. Wir sagen häufig auch zeitgemäßer Unterricht, der die digitalen Werkzeuge eben angemessen einbindet. Und das andere ist Unterricht zu digitalen Themen und auch zu dem Bereich digitale Mündigkeit. Also wie können wir an dieser digitalisierten Teil der Gesellschaft mündig und selbstbestimmt daran teilnehmen. Und das führt uns dann dazu, was brauchen Schülerinnen und Schüler und auch wir Lehrerinnen und Lehrer an so Grundkompetenzen, um überhaupt an der Digitalisierung da teilnehmen zu können. Meiner Meinung nach gibt es 3 Bereiche, die sich da hervorheben. Das eine ist, ich muss ein bisschen was über Technik und Mathe wissen. Ich brauche ein grundlegendes Verständnis von Netzwerken, Endgeräten, Sicherheitstechnologien, Algorithmen. Das andere ist, dass ich über Weltwissen, Sprache und Psychologie Bescheid wissen muss. Ich muss Informationen finden, erkennen, einordnen, einschätzen und hinterfragen können. Und das Ganze wird quasi wie von einem Dach geschirmt davon, dass wir Werte, Normen und Überzeugungen brauchen für Menschlichkeit, für Demokratie, für Teilhabe. Im Moment werden beispielsweise Videolösungen diskutiert. Was für eine Videolösung ist geeignet, um sie mit den Schülerinnen und Schülern in der jetzigen Zeit umzusetzen? Und dann gibt es da Leute, die sagen, ja, aber ich brauche das Recht, Schüler muten zu können. Ich denke, hey, warum brauchst du das Recht, Schüler muten zu können? Gibt es nicht möglicherweise jetzt gerade einfach mal den Rahmen zu sagen, Schülerinnen und Schüler lernen jetzt an Gesprächen so teilzunehmen, dass sie nicht alle durcheinander reden? Im Klassenraum ging das vielleicht noch, dass ich mit meinem Nachbarn reden konnte. Aber in einem digitalen Videoraum, wo alle Stimmen gleich laut sind, geht das nicht mehr. Und Schülerinnen und Schüler haben... Die meisten von ihnen haben auch jetzt noch Interesse daran, sich vernünftig miteinander austauschen zu können. Vielleicht ist das jetzt gerade die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu lernen, Kompetenzen zu entwickeln und ein bisschen weniger aufs fachliche Lernen zu gucken an dieser Stelle gerade.
Vielleicht lernen wir alle, dass Schülerinnen und Schüler an dieser Stelle sogar viel kompetenter sind. Denn viele Schülerinnen und Schüler sind ja in einer Welt aufgewachsen, in der das gemeinsame Zocken abends am Computer mit Sprachchat im Hintergrund völlig normal ist. Und diese Schülerinnen und Schüler wissen dann schon, dass man da nicht ständig durcheinander reden sollte. Natürlich gibt es einen mehr oder weniger wissenschaftlichen Hintergrund, wo Leute diese Kompetenzen, die ich jetzt mal so mit meinen Erfahrungen berichtet habe, versuchen, möglichst strukturiert abzudecken. Man nennt das dann Frameworks und man spricht von 21st Century Skills. Und da gibt es zum Beispiel die 4K, ein Framework, das maßgeblich von der OECD geprägt worden ist, also einer Wirtschaftsorganisation. Die sagen, die vier Kompetenzen, die man im 21. Jahrhundert braucht, sind Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und Kollaborationsfähigkeiten. Und erstaunlicherweise sind sich eigentlich fast alle Menschen, die ich kenne, einig, dass das vier wirklich wichtige Kompetenzen sind, um in einer Welt zu leben, in der ein hohes Maß an Automatisierung stattfindet. Auch die KMK, die Kultusministerkonferenz von Deutschland, hat in ihren Kompetenzen in der digitalen Welt diese Kompetenzen mit aufgegriffen. Ein Framework, das ich allerdings noch ein bisschen lieber mag, weil es ein bisschen umfangreicher ist, ist das Digital Literacy Framework von Belshaw. Deswegen werde ich da jetzt noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also er spricht von 8 Elementen der digitalen Literacy, also das heißt ja ursprünglich mal Lesefähigkeit, aber hier also von der Kompetenz in der digitalen Welt zu agieren. Das eine ist die Fähigkeit, also cultural nennt er sie, und das heißt gleichzeitige Verfügbarkeit von vielen Impulsen haben wir im Moment, so eine Informationsflut, die auf uns reinprasselt, und wir müssen in dieser Informationsflut navigieren, orientieren und entscheiden können. Wir müssen in einer großen Bandbreite an digitalen Umgebungen agieren können. Belshaw sagt dazu, dass Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer more lenses to view the world benötigen. Das zweite wäre Kreativität, also to be creative. Ich glaube, das ist klar, dass man halt Schaffenskraft hat. Also spricht er to be constructive, also dass man erlebt, dass man selber in der Lage ist, etwas zu erschaffen. Ja, weil diese digitale Welt jedem die Macht gibt, Dinge zu erschaffen. Ich könnte jetzt beispielsweise den 3D-Druck meines 4-jährigen Sohnes von heute Nachmittag in die Kamera halten. Also das fängt ganz klein an und das geht bis dahin weiter, dass ich jetzt gerade dabei bin, etwas für euch an Content zu erschaffen, das früher vielleicht nur einem Verlag vorbehalten gewesen wäre, nämlich Wissenscontent. Dann spricht er davon, dass man kommunizieren können muss, so wie in den 4K eben auch. Also Regeln, Annahmen und soziale Konstrukte zu kennen, zu verstehen und auch unter technologischen Aspekten anzuwenden. So wie zum Beispiel, ja, benimm dich im Teamspeak anders als im Klassenraum, weil im Teamspeak geht das halt nicht, dass alle durcheinander reden. Vielleicht kann man hinterher sagen, dass man sich im Klassenraum so ähnlich wie im Teamspeak verhalten sollte, das wäre besser für alle. Und Belshaw sagt, dass um Kommunikation in echten Kontexten nachher umsetzen zu können, es nicht hilft, es in abgeschirmten Kontexten zu lernen. Sondern er sagt, dass die Kinder möglichst ungefiltert mit dem Netz in Verbindung gebracht werden sollten, weil nur in einem ungefilterten, wilden Gewässer, in dem man begleitet wird, kann man lernen, mit ungefilterten, wilden Gewässern umzugehen. Sonst ist es so ein bisschen so, als ob man schwimmen lernen will, aber das im Planschbecken macht und dann hinterher aber im reißenden Fluss schwimmen soll. Das geht halt auch nicht so gut. Ich glaube persönlich, dass es ganz gut ist, in kleinen Schritten anzufangen. Also vielleicht planscht man erst im Planschbecken, aber irgendwann später muss man auf jeden Fall begleitet auch in das wilde Gewässer gehen. Das sind so quasi die Kompetenzen des Könnens, und darunter hat er das sind eher Einstellungselemente. To be confident, also sich seiner Gestaltungsmacht bewusst sein, das hatten wir bei Constructive ja eben schon. Und Belshaw weist darauf hin, dass es ein Phänomen gibt, das heißt Skolmorphismus.
dass man versucht, Dinge im digitalen Raum immer genau so zu gestalten, dass sie aussehen wie Dinge im analogen Raum. Und dass man dabei den Blick dafür verliert, was im digitalen Raum eigentlich alles geht, was im analogen Raum gar nicht gehen würde. Macht euch immer bewusst, dass das Digitale und das Analoge zwei Welten sind, in denen wir leben, aber die sind nicht grundsätzlich gleich. Das Digitale ist nicht eine Übersetzung des Analogen. Wir sprechen auch davon zu sagen, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, dann hat man einen digitalen Scheißprozess. Entschuldigung für die Wortwahl. Ja, aber das gilt halt einfach so. Wenn man confident ist, dann hat man Selbstsicherheit, indem man häufig Probleme gelöst hat, indem man das eigene Lernen gemanagt hat. Das bedeutet, dass wenn man Digital Literacy erwirbt, man in einem Setting lernen sollte, in dem man das eigene Lernen managen darf, in dem Fehler erlaubt sind und in dem man ein eigenes persönliches Netzwerk von Unterstützung aufbauen kann. Dann gibt es Critical, und das ist etwas, also für Critical und Civic mag ich diese beiden, dieses Framework besonders gerne. Critical steckt ja auch in kritisches Denken drin. Welshaw meint damit vor allen Dingen die Fähigkeit, Machtstrukturen und Annahmen hinter digitalen Praktiken zu durchschauen. Was ich am Anfang des Videos zum Beispiel gemacht habe, euch darauf hinzuweisen, dass bestimmte Algorithmen schwierig sind, weil sie Vorurteile festigen können, das wäre die Fähigkeit, critical zu sein, wenn man da von sich aus drauf kommt, beziehungsweise wenn man lernt, Algorithmen unter diesen Aspekten kritisch zu hinterfragen. Die Kommunikation online ist anders als die Kommunikation analog. Sie ist nicht linear, sie hat die Macht mehr beim Leser als beim Schaffer. Sie ist multimedial, es gibt viele Arten, Kommunikation zu erzeugen und dann eben auch viele Arten, Kommunikation zu deuten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, was bedeutet Vertrauenswürdigkeit, was bedeutet Sicherheit im Netz, wie verhalte ich mich, welche Auswirkungen hat das auf meine eigene Biografie, meine digitalen Fußspuren. Und das bedeutet critical in seinem Framework. Und er hat außerdem auch den Begriff civic, also dass wir von uns aus Werte und Normen leben und ein Verhalten zeigen, das die Entwicklung einer zivilen Gesellschaft fördert, also mehr als nur Konsum, dass wir uns um Nachhaltigkeit Gedanken machen. Was die Leute von Fridays for Future im Moment zum Beispiel gerade machen, ist, dass sie gesagt haben, unite behind the science. Natürlich gehen wir nicht mehr raus und machen Versammlungen, aber wir hören deswegen nicht auf. Wir setzen einfach jetzt mal Webinare auf zum Thema Klimaschutz. Ja? Und wichtig ist, dass Welshaw auch sagt, dass Literacy zu haben, also die anderen sieben Elemente, die können ermächtigen, die können dafür sorgen, dass man mächtig wird. Und nur Civic bewahrt uns davor, dass wir die Macht nicht auch zu schlechten Dingen einsetzen. Überwachung, Kontrolle, Ausgrenzung. Davon hatte ich ja schon gesprochen. Und deswegen mag ich das Framework von Welshaw ein bisschen mehr, als einfach nur zu sagen, ja, wir haben da die 4K. Und jetzt? Dann sind wir in der Praxis. Jetzt haben wir irgendwie Theorien, haben uns überlegt, wie sollte unsere Welt sein, was für Kompetenzen könnte ich dafür brauchen, wie kriege ich das jetzt an die Schüler ran oder überhaupt, wie kriege ich das in die Schule? Also erstmal ist es wichtig zu klären, wo steht ihr selber gerade? Und dafür hilft zum Beispiel das SAMR-Modell. Das SAMR-Modell sagt, hier in Stufenform dargestellt, aber im Grunde genommen sind das nicht unbedingt Stufen. Es ist nur häufig so, dass man sich in seiner persönlichen Biografie von Stufe zu Stufe weiterentwickelt. Ich habe die Möglichkeit, analoge Dinge zu ersetzen. Beispielsweise, ich benutze jetzt einen Computer zum Schreiben, ein iPad mit Stift, statt ein Blatt Papier. Das kann Vorteile haben, also mindestens ökologische Vorteile, wenn weniger Papier verbraucht wird. Aber das ist erstmal didaktisch nicht weiter irgendwie was Besonderes. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Dinge erweitert werden. Also beispielsweise, ich schreibe jetzt am Computer meinen Aufsatz und ich benutze eine Rechtschreibprüfung. Was ja schon mal ein Vorteil sein kann, wenn ich mich nicht gerade auf Rechtschreiblernen konzentrieren möchte. Dazwischen ist eine Lücke gezeichnet, weil das bedeutet, also viele Menschen, viele Lehrerinnen und Lehrer tun sich immer ein bisschen schwer damit, genau über diese Stufe hinüberzukommen. Denn jetzt käme die Stufe der Veränderung. Also ich modifiziere die Aufgabe.
Technik ermöglicht uns beispielsweise, dass wir Texte jetzt nicht mehr alleine schreiben, sondern zusammen. Wenn es darum geht, zu lernen, einen guten Spannungsbogen in eine Geschichte einzubauen, macht es vielleicht sogar Sinn, dass wir alle zusammen an einem Etherpad schreiben und uns gegenseitig Tipps und Feedback geben, weil auch die schwächeren Schüler dann von den stärkeren Schülern möglicherweise mehr lernen, als wenn ich es ihnen einfach an der Tafel vorne vormache und jeder seinen eigenen Text schreibt. Die letzte Stufe wäre das Redefinition. Ich überlege, hey, warum schreibe ich überhaupt Texte? Eigentlich will ich übermitteln, wie man Spannungsbögen aufbaut. Das könnte man doch auch mit Filmen machen. Ja, und diese verschiedenen Stufen, was von diesen Stufen oder Elementen SAMR beherrscht ihr schon? Was könnt ihr? Wo steht ihr mit eurem Digitalisierungsprozess? Und an welchen Stellen könnt ihr euch gerade persönlich am besten weiterentwickeln? Deswegen hilft das SAMR-Modell an der Stelle. Ich habe in den letzten Tagen ganz tolle Leitlinien für digitalen Fernunterricht gefunden online, beziehungsweise auf Twitter, wo ich mich vernetze. Und da nennt jemand also diese neuen Leitlinien, was vielleicht ganz gut hilfreich sein kann, wenn ihr jetzt in der nächsten Zeit euch überlegt, wie gestalte ich denn jetzt bitte schön dieses digitale Unterrichten? Möglicherweise geht das noch viele Wochen so weiter. Also, erster Punkt, Vertrauen vor Kontrolle. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind sehr dankbar dafür, wenn sie überhaupt lernen dürfen. Ja, nicht alle, das wissen wir. Aber vertraut denen. Versucht nicht jeden kleinen Schritt zu kontrollieren. Das ist wichtig. Denn dann ermächtigt ihr sie und lebt ihnen vor, dass wir in der digitalen Welt freundlich miteinander umgehen, uns vertrauensvoll begegnen, respektvoll begegnen und dass wir nicht ständig überwacht werden müssen. Nur wer in dem Freiraum Fehler machen kann, kann überhaupt erleben, wie es ist, sich selbst zu motivieren und sein eigenes Lernen zu gestalten. Was nicht heißt, dass ihr euch mit den Schülerinnen und Schülern nicht auseinandersetzen sollt, sondern Punkt 2, es ist super wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Feedback bekommen, dass sie euch Feedback geben, für die Menge der Aufgaben beispielsweise kriege ich im Moment sehr viel Feedback von den Schülern meiner Klasse, die sagen, oh, das sind viel zu viele Aufgaben, die wir in der Summe von allen zusammenbekommen. Das ist wichtig. Und dass ihr auch den Schülern und Schülerinnen immer wieder Feedback gebt. Wir sind auf Distanz. Das heißt, wir müssen gucken, was machen die da inhaltlich und müssen korrigierend eingreifen können. Dabei ist es aber wichtig, eine positive Fehlerkultur zu bewahren. Ja, es ist nämlich relativ leicht, dass wenn wir so Quizlet oder andere Quiz-Tools oder sonst irgendwie sowas benutzen, dass dann es relativ leicht ist, dass wir vergessen, dass Schülerinnen und Schüler möglicherweise Fehler machen und dann sagt der Algorithmus falsch. Das ist keine besonders positive Fehlerkultur. Wichtig ist, dass wenn Fehler passieren, diese besprochen werden. Gut ist es zum Beispiel, wenn ihr denn Quizze benutzt, was dann gar nicht schlecht ist für ein Feedback, dass ihr dann differenzierte Rückmeldungen gebt in dem Tool, was ihr da benutzt. In Moodle beispielsweise benutze ich häufig H5P und da gibt es bei der Multiple-Choice-Frage, je nachdem, welche Antwort gekreuzt würde, längere oder kürzere Erklärtexte. Das wäre dann auch eine positive Fehlerkultur. Und auch sonst, wenn ihr mit euren Schülern redet, im Chat oder im Video oder beim Voice-Chat oder sowas, dann macht klar, Fehler passieren, das ist ganz normal, an den Fehlern lernen wir. Gerade beim Fernunterricht ist es wichtig, dass ihr Orientierung und Klarheit gibt. Was ist bis wann zu erledigen? Ja, nicht alle kleinen Schritte kontrollieren, aber trotzdem einen klaren Rahmen setzen und klare Aufgabenstellung geben. Denn viele Schülerinnen und Schüler trauen sich vielleicht nicht sofort irgendwie nachzufragen. Und dann Kollaboration, Kommunikation. Das sind die Punkte, an denen sich jetzt gerade entscheidet, ob ihr wirklich sinnvollen, für die Schüler auch gut erlebbaren Fernunterricht gestaltet oder nicht. Ermöglicht, dass sie zusammenarbeiten mit diesen tollen Online-Tools. Ermöglicht, dass Kommunikation stattfindet. Das ist wichtig. Das ist besonders wichtig, je länger wir in Isolation bleiben müssen. Seid eine Lehrkraft, die nicht mehr nur Wissensvermittler ist, sondern auch Coach. In der Zukunft wird es immer mehr so sein, dass es eine Masse an Angeboten gibt und dass Plattformen wie YouTube oder SofaTutor möglicherweise das meiste an Wissen vermitteln können. Aber ihr als Lehrkraft seid diejenigen, die in dieser Flut von verschiedenen Apps und Medien und so weiter auswählen müsst. Deswegen ist bei der Methoden und Medien wichtig, dass ihr offen bleibt, dass ihr die Schüler mit einbezieht und möglicherweise kennen die coole Ideen und bringen euch die nahe und dann geht ihr darauf ein. Aber als Datenschutzmensch muss ich immer sagen, denkt an den Datenschutz an der Stelle. Ansonsten eben einfach agil zu bleiben,
das, was wir geplant haben, das klappt vielleicht im Moment gerade nicht. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil dann machen wir es halt einfach anders. Wichtig ist, dass wir auf den Menschen hinterm Bildschirm eingehen. Wichtig ist, dass ihr nie vergesst, wir kommunizieren mit Menschen, nicht mit Maschinen. Und das bedeutet Agilität. Und das bedeutet Flexibilität. Und als 9. Punkt, angesichts der Tatsache, dass das mit dem digitalen Fernunterricht vielleicht länger dauert, ansonsten aber auch überhaupt für digitalen Fernunterricht gilt, ist, wir brauchen neue Prüfungsformate. Alle in einen Raum zu setzen und ohne Schummeln eine Klausur schreiben zu lassen, geht gar nicht, wenn die Leute zu Hause sitzen. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, kreativ damit umzugehen. Und ich lege euch sehr ans Herz, die Präsentation, die da als Link unten nochmal angeklickt ist, in aller Ausführlichkeit nochmal anzugucken. Da wird wirklich schön nochmal erläutert, was man da alles in dem Bereich machen könnte. Was man noch so bedenken kann, wenn man über Digitalisierung redet und da darüber nachdenkt, ist da nicht alles Gold, was glänzt? Also Bildung wird immer mehr neoliberal. Gerade jetzt in der Corona-Krise merken wir, dass die Firmen mit Masse in die Schulen reindrücken. Datenschutz, ach nein, ja, vielleicht erwerten wir die Daten eurer Schüler für Profile aus, aber das ist gar nicht schlimm. Und nein, alles ist sicher, alles ist safe. Bitte behaltet euren kritischen Kopf an. Und bitte behaltet im Blick, dass wir nicht alle einfach nur die Kunden von irgendwelchen Firmen sind, dass wir nicht alle nur Konsumenten sind, sondern wir sind halt auch Menschen und auch in der Digitalisierung sollten wir das bleiben. Der Verlust der Privatsphäre ist ein Problem, ein Datenschutzproblem. Wenn euch das interessiert, mache ich gerne noch mehr Informationen zum Thema Datenschutz auch in Videos. Was auch ein Problem ist, was man mitbedenken kann, ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen gerade jetzt in so kritischen Zeiten wie jetzt denken, so, oh, ein Tool, noch ein Tool, noch ein Tool. Also Toolauswahl ist wichtig, ne, dass man da ein bisschen nachguckt. Bei Schülerinnen und Schülern, wenn sie jetzt selber produzieren und auch bei Lehrerinnen und Lehrern, sollte man das Urheberrecht immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich habe zum Beispiel alle Grafiken und Bilder hier in dieser Präsentation stehen unter CC BY oder unter einer Pixabay-Lizenz. Das heißt, die dürfen bedenkenlos geteilt werden. Wichtige Begriffe, die man auch noch bedenken sollte, sind so Begriffe wie Sucht, Informationsflut, da habe ich ja schon drüber gesprochen, und Bildschirmzeit. Das sind Begriffe, die gerade für Eltern häufig relativ relevant sind. Eine wichtige Sache, die ihr wissen solltet, ist, man spricht im Allgemeinen von einer pathologischen Internetnutzung. Das gibt es wirklich, aber die Gründe, warum man Suchtverhalten an den Tag legt, sind meistens nicht die Tatsache, dass das Internet existiert oder dass der Bildschirm existiert, sondern dass es im normalen, analogen Leben einfach gravierende Probleme gibt, vor denen man dann flüchtet. Dem ist trotzdem entgegenzusetzen, dass viele Macher von Apps und gerade Spielen gezielt damit arbeiten, Sucht zu erzeugen. Der Macher von Facebook zum Beispiel hat gesagt, dass sie nichts anderes getan haben, als die Algorithmen so zu designen, dass möglichst viel Dopamin und Endorphin ausgeschüttet wird. Das Ziel von Facebook war es ganz deutlich, Menschen abhängig zu machen. Und wenn man sich so anguckt, wie erfolgreich WhatsApp ist, dann würde ich sagen, es ist ihnen ziemlich gut gelungen. Und es ist etwas, was mir Bauchschmerzen bereitet. Insgesamt bewegen wir uns in der sogenannten VUCA-Welt. Es ist alles super komplex, es ist alles super instabil. Und jeder von uns, jeder einzelne von uns muss viel Verantwortung tragen und in einem sehr komplexen Rahmen agieren. Das kann anstrengend sein, aber das ist eben auch total toll, weil wir Verantwortung haben dürfen, weil wir selbst entscheiden können und weil wir frei sein können und weil wir in diesen Komplexitätsräumen uns lernen können zu bewegen, die einen schneller, die anderen langsamer, aber wir können da drin gemeinschaftlich eine wirklich gute Gesellschaft aufbauen, wenn wir alle daran arbeiten und nicht in unserem derzeitigen Panikstress-Gehabe diese Menschlichkeitsaspekte aus dem Auge verlieren. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, habt ein bisschen was gelernt. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare postet. Ich freue mich über Rückmeldungen und freue mich, euch alle bald online zu sehen.